herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Douglas Beauty School. Heute dreht sich alles rund um ein heiß erwartetes Thema, nämlich Skincare für trockene und empfindliche Haut. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Viele haben danach gefragt und jetzt ist es endlich soweit. Ich stelle euch eine Pflegeroutine speziell für trockene und empfindliche Haut vor. Denn diese Haut hat natürlich etwas speziellere Bedürfnisse. Unter anderem ist sie auch sehr leicht reizbar, reagiert vielleicht auf den ein oder anderen Inhaltsstoff und es gibt in jedem Fall Dinge, die man vermeiden sollte, um diesen Hauttyp nicht noch unnötig zu reizen. Und deswegen stelle ich euch heute eine perfekt auf diesen Hauttyp abgestimmte Pflegeroutine vor, mit der ihr eine sichere Bank fahrt. Und ich würde sagen, wir legen auch schon direkt los mit dem ersten Step, den ich euch ans Herz legen würde für eine ultimative Durchfeuchtung. Und das ist ein Serum. Als Serum empfehle ich euch das Be Hydra Intensive Hydration Serum von Drunk Elephant. Das Ganze ist nämlich mit Provitamin B5 und Natriumhyaluronat versetzt. Das hat nämlich eine viel geringere Moleküldichte als normale Hyaluronsäure und kann deswegen tiefer in eure Haut eindringen und sie intensiver mit Feuchtigkeit versorgen. Die enthaltenen Ceramide sorgen außerdem dafür, dass weniger Feuchtigkeit aus eurer Haut austritt, denn die bilden so eine natürliche Schutzbarriere und schützen einfach vor unnötigem Feuchtigkeitsverlust. Und warum wir das als allerersten Step anwenden? Das Serum hat von der Konsistenz einfach die dünnflüssigste und wir schichten ja immer von dünn nach dick. Deswegen ist ein Serum in jedem Fall immer der erste Step in eurer Routine. So, wie wenden wir das Ganze an? Es kommt hier mit so einem coolen Drehverschluss und dann pumpen wir einfach etwas Serum, ich sage immer so eine Erbsengröße, auf die Hand und verteilen das Ganze im Gesicht. Ich klopfe das immer leicht ein und natürlich auch hier den Halsbereich und das Dekolleté nicht vergessen. Und es sorgt im Endeffekt dafür, dass eure Haut maximal durchfeuchtet wird und minimiert auch auf die Dauer der Anwendung bezogen kleine Fältchen und Linien. Welche Augencreme ich denn speziell für trockene und sensible Augenhaut empfehlen kann, möchte ich euch gerne die Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Eye Cream vorstellen. Das Ganze ist nämlich besonders geeignet für Allergiker, da das Produkt komplett ohne Duftstoffe auskommt. Und es versorgt eure Haut den ganzen Tag über mit Feuchtigkeit und schließt diese dank Ceramiden auch ein. Und somit sorgt es dafür natürlich, dass Fältchen gemindert werden und die Haut hier wirklich wunderschön elastisch bleibt. Die Creme hat eine super fluffige Textur und zieht sehr, sehr schnell ein. Und ich zeige euch jetzt, wie man das Ganze aufträgt. Nicht mit entsprechender Pflege gespart werden. Und hier setze ich auf die Cera Repair Barrier Cream von Biotherm. Auch diese Creme setzt auf Ceramide und einen Live Plankton Komplex, um eure Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen wie zum Beispiel UV-Strahlung zu schützen. Denn die sorgt unter anderem für vorzeitige Hautalterung und ist verantwortlich für kleine Linien und Fältchen. Die in dieser Creme enthaltenen Ceramide stützen auch hier wieder die Hautbarriere, denn wenn die einmal beschädigt ist bzw. durchlässig wird, können wichtige Lipide aus eurer Haut entweichen und damit kann das Wasser dann nicht mehr so gut gebunden werden, was im Endeffekt dafür sorgt, dass die Haut trocken wird und noch schneller Fältchen und Linien sichtbar werden. Die Creme schützt eure Haut nicht nur, sondern wirkt auch aufpolsternd und eignet sich besonders für die empfindlichen Hauttypen, da sie zu 94% auf natürlichen Inhaltsstoffen basiert und zu 90% biologisch abbaubar ist. Wie ihr das Ganze anwendet, wir nehmen auch hier wieder circa eine Erbsen bis ja zwei Erbsen große Menge und verteilen es im gesamten Gesicht, am Hals und am Dekolleté. Hier klopfe ich auch gerne wieder alles ein und generell immer
von innen nach außen arbeiten, damit wir diesen schönen Lifting- und Straffungseffekt haben und nicht zu viel rubbeln, weil das verursacht noch mehr Fältchen. Trockene Haut möchte ich euch gerne das F-Balm Electrolyte Water Facial von Drunk Elephant vorstellen. Und wie der Name schon verrät, verbirgt sich hinter diesem Produkt eine absolute Feuchtigkeitsbombe. Denn hier drin sind unter anderem ein Elektrolyte-Cocktail gepaart mit Niacinamide und Squalane vereint. Und diese Wirkstoffe sorgen nicht nur dafür, dass eure Haut den ganzen Tag durchfeuchtet wird, sondern sie stärken auch hier wieder die Hautschutzbarriere. Unter anderem sind auch noch Omega-Fettsäuren enthalten, die sozusagen wieder die nötigen Lipide liefern, um das Wasser auch zu binden. Und Niacinamide sorgt dafür, dass kleine Fältchen und Linien gemindert werden und wirkt unter anderem auch entzündungshemmend. Das heißt, wenn ihr durch eure sensible Haut auch mal zu Rötungen etc. neigt, ist das das absolut perfekte Produkt für euch. Und das Besondere hier dran ist, es handelt sich um eine Maske, die ihr über Nacht auftragt und dann auch wirklich die ganze Nacht einwirken lasst. Und am nächsten Morgen wacht ihr auf und eure Haut wird wirklich wesentlich aufgepolsterter und gepflegter aussehen. Und ihr werdet direkt nach der ersten Anwendung schon einen Unterschied bemerken, was die Feuchtigkeit angeht. Ich kann es wirklich, wirklich nur empfehlen als absoluten Retter. In Zeiten, wo die Haut mal wieder verrückt spielt, greife ich wirklich sehr, sehr gerne zu diesem Produkt. Und im nächsten Step werde ich euch jetzt noch zeigen, wie wir das Ganze anwenden. Und dann war es das auch schon mit meiner Routine zu trockener und sensibler Haut. Ihr tragt also 4 bis 5 Pumpstöße auf euer gesamtes Gesicht, Hals und Dekolleté auf und lasst das Ganze dann über Nacht einwirken. Das heißt, nicht kräftig verreiben, sondern wirklich auch hier nur leicht aufklopfen und ruhig, wenn sich das Ganze noch ein bisschen feucht anfühlt, einfach so lassen. Die Haut saugt sich so viel Produkt auf, wie sie nötig hat. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, das Ganze ist vegan und tierversuchsfrei und gehört auch der Kategorie Clean Beauty an. Das heißt, es verzichtet auf bedenkliche Inhaltsstoffe und ist unter anderem auch silikon- und parabenfrei. Deswegen eines meiner absoluten Favoriten, gerade für empfindliche Haut, die schon mal auf das ein oder andere Produkt reagiert. Und ich würde sagen, wir wenden das Ganze jetzt zusammen an und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Zum Thema Skincare für trockene und sensible Haut. Ich hoffe, ihr konntet ein paar wertvolle Tipps und Tricks mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.